Verkauf was denn abgegeben und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und heute ist es endlich soweit. Es geht nach Thailand. Endlich. Ich habe mich so lange drauf gefreut. Wir fliegen heute nach Dubai und dann von Dubai aus nach Phuket. Also 2-6 Stunden Flüge. Und ja, das heißt, wir kommen morgen Abend irgendwann in Thailand an, wegen Zeitverschiebung. Und ja, jetzt geht's erstmal durch die Sicherheitskontrolle. Hallo, ich bin's, der Simon. Und wir fliegen gleich nach Thailand. Hey, die Emirates Business Launches. Nach der Sicherheitskontrolle. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal durch die Sicherheitskontrolle erstmal aufs Klo und dann essen wir ein bisschen was, oder? Genau. Trinken wir erstmal ein kaltes Bier, oder? Ja, wäre eigentlich schon lange immer Zeit. Leon, du trinkst ja in Thailand kein Bier, das heißt, jetzt kannst du einfach eins trinken. Genau. Hier sind wir richtig. Da werden wir uns jetzt erstmal bedienen. Nicht mal Lauretanerwasser haben sie hier. Das ist schon schwach. Also Prost. 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 Checken jetzt mal ab, was es hier zu essen gibt. Ich habe Hunger wie Sau. So Leute, schaut mal. Ich habe den Champagner gefunden. So. Jawohl. Wunderbar. Eins. So, let's go. Champagner. Prost. 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 So Leute, ihr könnt auch mal probieren. Aber Leute, ein kleiner Tipp. Kostenloser Champagner ist nie gut. Je teurer, desto besser. Jetzt gibt es ein bisschen Lachs und Gemüse. Ich habe eigentlich gar nicht Hunger, aber naja, ein bisschen Essen muss einfach sein, wenn es kostenlos ist. Leute, jetzt gibt es einfach einen Krapfen. Ich habe richtig Bock drauf. Es gibt nichts Besseres. Da ist Senf drin. Und dann sehen wir den Krapfen. Was ist da drin? Marmelade? Bis jetzt noch gar nicht. Das ist schlecht. Oh, du hast ja auch Leute, einen Krapfen geholt. Wenn auf dem ersten Biss noch keine Marmelade sichtbar ist, dann ist der Krapfen nicht gut. Ja, wir haben ewig darüber diskutiert. Also weil ich habe gesagt, also ich habe mir die Frage gestellt, ist es überhaupt möglich, einen Roboter zu programmieren, der immer eine 6 würfelt? Und der Leon hat gesagt, nein, es ist nicht möglich. Ist auch unmöglich. Aber ich habe gesagt, dass ich ihm vom Gegenteil überzeugen werde und seinen Roboter entwickeln werde. Genau wegen sowas verpasse ich mir für Lüge. Das ist kaum nicht unmöglich, so einen Roboter zu entwickeln. Ja, mit dem Mindset ist es auf jeden Fall unmöglich. Also ja. Du wirst es nie schaffen, ich werde es vielleicht schaffen. Aber mit dem Mindset wirst du es nicht schaffen. Natürlich ist alles Mindset. Aber manche Dinge, die sind einfach genetisch. Also wir haben uns in Thailand vorgenommen, wirklich jeden einzelnen Tag zu trainieren und wenn überhaupt nur am Wochenende feiern und Alkohol trinken. Das Bier, das ist jetzt die einzige Ausnahme. In Thailand trinken wir dann kein Bier mehr. Nee, also höchstens auf dem Flug noch. Vielleicht am ersten Tag dann noch okay, aber dann kann auch sein, dass wir am zweiten Tag Ausnahme machen, aber sonst, also am dritten. Naja, also wie gesagt, das schauen wir dann halt mal. Ne? Also wir wollen uns da jetzt nicht festlegen. Ja, aber wir sind ja 4 Wochen, also wir können eigentlich sagen, die erste Woche feiern und dann 3 Wochen arbeiten. Ja. Schaut euch dieses fette Flugzeug an, sieht richtig unnatürlich aus. Eine schöne Reise, danke. Ciao. Hallo. Hallo. Thank you. Thank you. Prost. 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 So, der erste Eindruck ist ziemlich gut. Hier ein ziemlich großes Display. Sehr viel Beinfreiheit. Ich hoffe, man kann sich da noch hinlegen. Dann gibt es hier natürlich Willkommensgetränk, schöner Champagner. Kopfhörer sind am Start und hier noch schöne Minibar. Und hier kann man den Sitz einstellen. Anscheinend kann man sich auch komplett hinlegen. Das ist ja vorhin ein kleines Update, es gibt ein paar Oliven. Ja, es geht los mit der ersten Mahlzeit. Es gibt hier einen Lachs, ich hoffe, man kann es erkennen. Dann gibt es hier ein Brötchen, ein Labla und einen Salat. Es ist so entspannt, dass man hier einfach so viel Platz hat. Hier liegt jetzt das ganze Besteck, Getränke und so weiter. So, der Hauptgang hier einmal Stampf und einmal Rindersteak. Das ist jetzt Glas Nummer 3 und ich weiß nicht, ob das nur ein Gefühl ist, aber ich glaube, dass hier auf so einer großen Höhe der Alkohol deutlich mehr ballert als unten auf der Erde. 3 Gläser hier, ein Glas schon unten und ein Bier. Und ich vertrage wirklich gar nichts. Ich glaube, das ist das erste Mal in dem Jahr, dass ich Alkohol trinke. Ja, ballert ganz schön. Prost!
Es geht weiter mit ein bisschen Käse, Paprika und danach ein bisschen Schokolade. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hasse Schokolade. Also wirklich, schreibt bitte mal in die Kommentare, wenn ihr auch Schokolade hast. Da bin ich wirklich der Einzige auf dieser Welt. Schau euch das einfach mal an. Du kannst einfach komplett flach liegen. Hier die Füße, die kommen da rein. Es geht ganz weit nach hinten. Oder werde ich jetzt mal so, ja, auf jeden Fall 2 bis 3 Stunden schlafen. Ich habe jetzt gerade 3 Stunden geschlafen und wir landen gerade und es ist echt krass, wie leise es hier teilweise ist. Es ist gerade echt richtig ruhig. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt hier auf der Kamera mit dem Sound. Aber das ist gerade echt extrem leise. Also das ist echt, echt beeindruckend hier am A380. Sind wir einfach schon wieder in Dubai. Wir fahren jetzt gerade zur Business Lounge. Business Class Lounge. Timeless. Und da sind wir jetzt. So, wir sind jetzt in Dubai angekommen. Ich habe gerade schon asiatisch gegessen und jetzt gibt es hier richtig krasses Dessert. Waffeln mit dem Teller. So Freunde, der nächste Flug nach Phuket. Das ist hier eine etwas andere Business Class. Hier sitzt der Simon, hier der Basti. Ja, was auf jeden Fall auffällt, hier hat man deutlich mehr Beinfreiheit, aber die braucht man eh nicht. Aber die Sitze sind ein bisschen schlechter. Es gibt hier nicht mal eine Minibar. Aber ich, wenn ich keine Lust mehr auf den Simon habe. Naja, ist jetzt alles nicht so komfortabel, aber irgendwie kriegt man die Zeit hier schon rum. Wir reden jetzt gerade ein bisschen schön, das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen eine Zumutung hier. So, endlich gibt es mal wieder was zu essen. Es gibt Tuna Tataki, Brötchen und Salat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich überhaupt keinen Hunger. Aber irgendwie ist man halt trotzdem, weil ist ja alles dabei. Und die Hauptspeise ist auch da und natürlich gibt es wieder Rind. Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir sind in Thailand. Jetzt muss man nur noch aussteigen, den Koffer holen und dann zur Villa fahren. So, wir wollen jetzt gerade noch ein bisschen Geld abheben, damit wir hier ein bisschen was haben. Haben uns eine SIM-Karte geholt, unlimited, 50 Euro für einen Monat, geht voll klar. Unsere Koffer sind auch schon da, die muss man gar nicht mehr raussuchen, die standen schon da, weil wir so lange gebraucht haben und jetzt geht's zum Taxi. Wir hatten einmal 6 Stunden und nochmal 6 Stunden, ne? Also 2x 6 Stunden und es war irgendwie komisch. Ja, war auch irgendwie anstrengend, kam man ja sehr lang vor. Ist auf jeden Fall besser, wenn man erst nach Bangkok fliegt direkt. Dann nach Phuket oder je nachdem, wo man dann hin will. Und was machen wir jetzt gleich, wenn wir in der Unterkunft sind? Naja, ich würde sagen, wir werden erstmal Training machen, ne? Training, intensives Workout. Und dann werden wir arbeiten. Also. Ja. Und dann am nächsten Morgen geht es genauso weiter. Also ich glaube nicht, dass wir hier viel machen. Nee. Wir sind jetzt arbeiten. Ist hier ein reiner Geschäftsurlaub. Ja. Gehen wir heute feiern, oder? Genau deswegen werdet ihr in den Vlogs auch nichts anderes sehen außer Arbeit. Ja, nichts wir machen anderes. Sonst nichts. Also es wird eigentlich relativ doof werden, wenn ihr euch das jetzt anschaut, wenn ihr euch die nächsten Vlogs dann anschaut, also wird nicht so viel zu sehen geben, ne? Also, außer vielleicht ab und zu mal, vielleicht trinken wir doch irgendwas, keine Ahnung. Also ich freue mich am meisten aufs Essen. Die Landschaft. Auf die Landschaft. Nee, ich hab schon richtig Appetit. Ich hab schon richtig Appetit, muss ich sagen. Also, echt? Ja, so auf Dessert oder? So Leute, unser Fahrer ist da. Es geht los. Alter, ist hier Disco drin oder was? Alter, geil. So, der ganze Bus, da hier sogar goldene Decke am Start. Oha! Es geht hier ab. Ohne Witz, ich bin so froh, dass ich hier nicht selber fahren muss. Linksverkehr und Thailand ist mit der schlimmste Verkehr auf der Welt, also das ist echt crazy. So Leute, von den Disco Lights geht's jetzt zur Villa Nordic Star. Hier der erste Sneak Peek. So, der erste Eindruck. Direkt Musik am Start, das ist schon mal sehr gut. Koffer werden hochgeräumt. Da ist der Pool und Leute, die Roomtour gibt's morgen, die richtige Roomtour. So, wir haben uns jetzt gerade alle fertig gemacht. Jetzt chillen wir hier noch draußen am Pool und wir überlegen gerade, was wir noch machen. Wir werden wahrscheinlich noch was essen gehen. Und eventuell gehen wir heute noch feiern. Es ist zwar schon 12 Uhr nachts, aber hey, wir sind nur 4 Wochen hier. Wir müssen die Zeit ausnutzen. In dem Sinne, Leute, morgen kommt hier eine Tour von der ganzen Unterkunft. Da mache ich mal eine ganze Tour. Das sieht richtig cool aus hier. Also schaltet gerne wieder ein morgen. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.